Cześć. Jasne. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Das ist Panzer. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind. Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Ach, das ist gut, bitte. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit! Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. MG-Feuer eröffnen. Ziel getroffen! Hinter dem Shadow. Vollends, Schwarze! Fenster im Auge behalten! Barrieren hier!
jetzt ist doch. Da. Ah. Beeilung, Kerz. Nur noch eine Sekunde. Geht ja. Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl. Erst dann.
war der letzte. Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. Alle Panzereinheiten, rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt. Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Das deckt nicht zusammen. Aber Quatsch. Immer mit der Ruhe, Kerz. Ist ein Hinterhalt! Schleuder! Diese Bastarde sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Was zur Faust? Noch mehr Shermans! Ja. Da sind so viele Herren im Himmel. So viele! Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Da war ich ja auch mal in der Versuch. Fahrzeug da! Der Panzer schwarz mein Glück in Jemzug. Der macht keinen Fuchs mehr! Fahren wir. Kommandant,
Oh ne. Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Ach, ich hab ein Schiff. Ja, nicht mehr ein Schiff. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Aha. Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Nie, to nie są nasi. Okej. Thank you.
кто едет. Mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. War keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler. Tylko to jeszcze nie szla. I
Ja. Was ist das? Ist ganz richtig. Oh ja. Ah, ich werde erst im Schild. Aber. Da bist du auch gekommen. Ich schreibe. To przyjechał, dobrze. Za chwilę, poważnie. No ciekawe, jak słyszy w GSM lecie. Dlaczego z tym człowiekiem?
Drängen Sie sich gefälligst an! Ich hab gleich! In dem Gebäude da! Kampfbereit. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Aha. Okay. Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Los, aber Christ. Haben wir ein Problem.
Beeilung, Kurt. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen!
Sind Sie verrückt? Stopp, 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 ich. Alle! In Bewegung bleiben und eine Deckung suchen! Irgendwie kann ich Befehle, Kommandant? Der macht keinen Mucks mehr! Bestätige Treffer! Pojawił? Czy chyba pojawił?
haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! War das nicht so? Just give up, dammit! No to już koniec. Chyba, czy... O, coś chyba będzie? A nie, jednak jest. A nie, jest. Epilog. I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope.
I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. Już koniec. Już na pewno koniec. Tak. To już jest koniec. No to elo.